Ja, danke. Ich bin natürlich sehr froh, hier zu sein und nur ganz kurz einleiten zu dürfen. Die Einleitung hat 5 Kapitel. Erstens, von Anfang an dabei, Israel Yuval wurde 1949 im Kibbutz Dei Eliyahu geboren und ist damit fast so alt wie der Staat Israel. Er war also von Anfang an dabei. Zweites Kapitel, Historiker. Israel Yuval ist emeritierter Professor für jüdische Geschichte an der Hebräischen Universität. Hat Frau Dr. Fischer schon gesagt, im wissenschaftlichen Hauptberuf mit dem Mittelalter und der frühen Neuzeit beschäftigt. Aufgrund seiner immensen Kompetenzen in allen Fragen der rabbinischen Literatur und der Antike hat er darüber hinaus Querschnitte durch historische Entwicklungen von der hebräischen Bibel an publiziert, Debatten angeregt und Forschungsansätze geprägt. Und zwar in der ganzen Breite der jeweiligen historischen Epochen. Er könnte natürlich auch eine Vorlesung über das Neue Testament halten. Drittes Kapitel. Gestalter von akademischen Institutionen. All die wissenschaftliche Arbeit kam neben einem übermenschlichen Engagement für Universitätsadministration. Und als einer, der an einer kleinen Fakultät Dekan war, bin ich nachhaltig geplättet davon, dass Israel an der Hebräischen Universität zunächst einmal das Kolyon als internationales Forschungszentrum aufgebaut und 8 Jahre geleitet hat. Und dann die Jack Joseph and Morton Mandel School for Advanced Studies in Humanities aufgebaut und geleitet hat. Und aufgebaut ist in diesem Fall nicht nur metaphorisch, sondern Ideen und Menschen. Und dann natürlich auch Pläne, Steine, Geld, Beton, Bagger, Stahl, Holz und dann wieder Menschen und Ideen. Viertens, Gewähre eines Sympathievorschusses für das Christentum. Israel hat sich für das Christentum und christliche Quellen in ihrer Beziehung zum Judentum interessiert und aus eigenem Antrieb immer wieder wissenschaftliche Dialoge mit christlichen Gelehrten, Historikern, Historikerinnen, Theologinnen, Theologen gesucht und gepflegt. Israel studiert und analysiert christliche Quellen mit einem Sympathievorschuss, den das Christentum im Blick auf die gemeinsame Geschichte mit dem Judentum nicht verdient hat. Als ich Assistent bei Hans-Jörg Aufdermauer in Wien war, empfahl uns Günter Stemberger einen hebräischen Aufsatz von Israel Yuval, so über Pessach und Pascha und Ostern und so. Da Computer damals noch keine fremdsprachigen Texte übersetzen konnten, kostete es einige Mühe, diesen Text zu lesen. Und dann etwas später erschien die hebräische Ausgabe von Zwei Völker in deinem Leib, eine gegenseitige Wahrnehmung von Juden und Christen in Spätantike und Mittelalter. Zufällig habe ich dann noch dieses Bild vor Augen, wo ich in der Universitätsbuchhandlung in Jerusalem auf den Mount Scopus hineingehe. Und da steht das ganze Regal voll, alle Regalbretter stehen voll diesem neuen Buch. Zwei Völker in deinem Leib. Das Buch wurde dann übersetzt und es regt weiter dazu an, unsere grundlegenden Kategorien im Studium der Geschichte und im Verstehen von Judentum und Christentum zu hinterfragen. Letztes Kapitel, der Vortrag. Aber Sie sind zu seinem Vortrag gekommen. Der Titel lautet: Das Christentum als Mutter des rabbinischen Judentums. Komisch. Da hat sich Frau Dr. Fischer wahrscheinlich geirrt. Ich meine, das ist doch umgekehrt eigentlich mit dem Judentum und dem Christentum. Das Judentum sind doch die Väter und bestenfalls die älteren Brüder. Also das Christentum als Mutter des rabbinischen Judentums kann ich nur sagen, echt? Da müssen wir Israel Yuval fragen. Guten Abend, geehrte Damen und Herren. Vielen Dank für diese schöne Einführung. Inge, wenn du schon erwähnt hast, dass ich die Ehrenkreuz von der deutschen Republik bekommen habe, dann habe ich auch von der Österreich-Regierung bekommen, 2 Jahre später. Und darauf bin ich sehr stolz. Was Professor Clemens Lörner nicht erwähnt hat,
trotz seiner schönen Worten, dass er ein vollständiges Buch gegen mich geschrieben hat. Aber trotzdem sind wir ganz wunderschön gute Freunde und wir genießen von dieser Freundschaft schon jahrelang. Also, ich freue mich über die Gelegenheit, einen Vortrag zu halten hier in Wien, in der Stadt, wo meine Mutter geboren und aufgewachsen ist und die sie liebte. 1938 wurde sie im Alter von 16 Jahren aus Österreich deportiert und wanderte nach Palästina aus. Meine Großeltern Jakob und Sarah Koffler mit ihrer Tochter Hela flohen 1939 in einer Gruppe namens Kladovo aus Wien. Sie wurden in Serbien von österreichischen Soldaten im Dienst der Wehrmacht ermordet. Nach jüdischem Brauch gab mir meine Mutter den Namen meines verstorbenen Großvaters. Deswegen heißen nicht nur Israel wegen der Gründung des Staates, sondern vor allem Jakob. Das war mein erster Name. Die Tragödie meiner Mutter beeinflusste meine Entscheidung mit mein Leben, dem Studium der Beziehung zwischen Juden und Christen zu widmen. Ich danke Dr. Ingrid Fischer, der Akademie am Dom, und Professor und Freund Clemens Leonard von der Universität Münster für die Einladung, hierher zu kommen, an den Ort und die Kathedrale, die den Namen von Stephanus, dem ersten Proto-Märtyrer in Jerusalem vor 2000 Jahren tragen, um über die Begegnung zwischen Juden und Christen zu sprechen. Opa Jakob aus dem zweiten Bezirk hätte es nicht vorgestellt können. In meinen Forschungen habe ich nicht rosa gemacht, was grau oder schwarz war. Aber ich habe auch nicht gezögert, darauf hinzuweisen, dass nicht alles schwarz war. Sicherlich gab es christliche Gewalt gegen Juden, Demütigungen und Schmähungen, aber auch gute nachbarschaftliche Beziehungen. Als Mittelalterhistoriker habe ich nicht gezögert, darauf hinzuweisen, dass Juden auch christenfeindliche Sprache verwendeten. Natürlich, ohne den Unterschied zwischen verbaler und körperlicher Gewalt zu unterstrichen. Unter den negativen Äußerungen beider Seiten sticht eine Aussage eines russischen Rabbiners aus dem 19. Jahrhundert, lange vor dem Zweiten Vatikankonzil, durch ihre Toleranz hervor. Ich beziehe mich auf Rabbi Naftali Berlin, auch bekannt durch den Akronym Hanaziv, der die sehr berühmte Yeshiva von Volozhin leitete, die wichtigste Yeshiva in Lituanien, das damalige Harvard der Tora-Welt in Osteuropa. Bevor ich seine Position darlege, möchte ich auf die grundlegende biblische Geschichte zurückkommen, die die Beziehung zwischen den beiden Religionen begleitet, die Beziehung zwischen den beiden Zwillingsbrüdern Jakob und Esau, der in der Tora als, ich zitiere, ein Mann, der gut jagen kann, ein Mann des Feldes beschrieben wird, wurde zuerst geboren. Er ist der Erstgeborene. Jakob, der als ein vollkommener Mann, der in Zelten wohnt, so wird er beschrieben, kaufte ihm den Erstgeborenen ab und nahm ihm auf betrügliche Weise den Segen ab, den der Vater Isaac seinem erstgeborenen Sohn versprochen hatte. Esau wollte sich an Jakob rächen
und ihn töten. Und Jakob floh nach Aram, heute Syrien. Nach vielen Jahren der Verbannung von seiner Heimat und seiner Familie kehrte Jakob in das Land Kanaan zurück und bat um Versöhnung mit Esau. Sowohl das Christentum als auch das Judentum seien die beiden Zwillingsbrüder als metonymische Symbole, jedoch in entgegengesetzter Rolle. Die Juden identifizierten sich mit Jakob, dem Zeltbewohner, und mit seinem zweiten Namen Israel. Esau, der Mann des Feldes in der Bibel, war in ihren Augen der Vorfahrer der Christen. Die christliche Interpretation hingegen war das Gegenteil. In ihren Augen identifizierte sich das Judentum, die ältere Religion, die dem Christentum vorausging, mit Esau, der Erstgeborene. Die Kirche galt als Verus Israel, das wahre Israel, und wurde daher mit dem jüngeren und auserwählten Bruder Jakob Israel identifiziert. Mit anderen Worten, jede Seite identifizierte sich mit dem auserwählten und gesegneten Sohn Jakob und sah die andere Seite als Esau an. Esaus Hass auf Jakob wurde von den Juden als ein unheilvolles Zeichen ihrer Verfolgung durch die Kirche angesehen. In den Augen der Christen allerdings wurde Esaus Hass als Vorläufer des Hasses der Juden auf Jesus angesehen. Lassen Sie uns zum dramatischen Moment zurückkehren, als sich die beiden Brüder nach Jahrzehnten wiedersehen. Die Tora beschreibt diesen Moment wie folgt, in einem Vers. Esau lief ihm entgegen, umarmte ihn und fiel ihm um den Hals. Er küsste ihn und sie weinten. Beachten Sie die Kette von Verben, die alle von Esau ausgeführt wurden. Er rannte, umarmte Jakob, fiel ihm auf den Hals und küsste ihn. Nur das letzte Verb, sie weinten, wird beiden zugeschrieben. Es gibt hier keine emotionalen Ausdrücke, sondern nur eine Abfolge von Verben, die auf einen plötzlichen Ausbruch von Liebe zwischen den beiden Brüdern hindeuten. Allerdings, die Gelehrten des Talmuds waren nicht bereit, diese Vorstellung zu akzeptieren, dass Esau Jakob geküsst hat. Daher fügten sie Punkte über jeden Buchstaben des Wortes, auf Hebräisch, Vayenashkeu, ein Wort, auf Deutsch, er küsste ihn, hinzu. In der Welt der Manuskripte signalisiert ein oberer Punkt normalerweise eine Löschung. Da es ja jedoch verboten ist, ein Wort aus der Tora zu löschen, begnügen sich die Rabbiner damit, Punkte über dem Wort zu schreiben. Als ob das Wort Vayenashkeu und er küsste ihn gelöscht worden wäre. Es gibt jedoch einen anderen Versuch im talmudischen Literatur, den Kuss von Esau zu erklären. Das hebräische Wort Vayenashkehu ähnelt im Klang und Schreibweise dem Wort Vayenashrehu,
Das heißt, er hat ihm gebissen. Dem Midrasch zufolge ist der Begriff bekannt, also die sogenannte talmudische Literatur, die Auslegung zur hebräischen Bibel. Dem Midrasch zufolge war Esaus Kuss ein Kuss der Täuschung, nicht der Liebe. Er hatte nicht die Absicht, Jakob zu küssen, sondern ihn in den Hals zu beißen. Warum denn wird später in Vers und sie weinten erwähnt? Was bedeutet, dass beide weinten? Hier gibt es eine überraschende Erklärung im Midrasch. Esau wollte Jakob in den Hals beißen, aber ein Wunder geschah. Und Jakobs Hals wurde hart wie Stein. Daher weinten sie beide. Esau weinte über seine gebrochene Zähne, die an dem steinernen Hals abprallten. Und Jakob über seinen steifen Hals. Als Kind war ich von dieser Interpretation verärgert. Warum haben diese jüdischen Gelehrten ein aufregendes Treffen liebevoller Brüder in ein Treffen des Hasses verwandelt? Vor einigen Jahren kam mir die Idee, dass der Midrasch eine jüdische Antwort auf einen anderen berühmten Betrug-Kuss sein könnte. Den Kuss von Judas Iskariot an Jesus, der laut Markus 14 so dort beschrieben wird. Judas Iskariot gilt bei den Christen als Repräsentant der Juden, Verräter und Habgieriger. Und im Mittelalter kursierten viele Bilder, die seinen heimstückischen Kuss darstellen. Wenn das der Fall wäre, würden die Juden den Kuss von Esau, dem Repräsentanten der Christen, natürlich ablehnen und ihn in einen Kuss verwandeln, der darum bietet, gebissen zu werden. So wurde der hinterlistige Kuss von Judas Iskariot in den Augen der Christen zum hinterlistigen Kuss von Esau in den Augen der Juden. Diese jüdische, antichristliche Deutung zeigt, dass sich neben der gegenseitigen Auffeindung auch eine gemeinsame Sprache zwischen den beiden Religionen entwickelt hat. Wenn Christen Judas Kuss als Betrug bezeichnen, lautet die jüdische Antwort, Esaus Kuss als Betrug darzustellen. Die Regel lautet, Hass wird mit Hass beantwortet. Jedoch im 19. Jahrhundert trat ein jüdischer Kommentator, den wir schon erwähnt haben, und schlug vor, das ist der Rabbi Berlin, Hanaziv, die parallelen Beziehungen auf eine andere Ebene zu stellen. Ich kehre nun zum Hanaziv zurück, der den Kuss der Brüder so interpretierte, und ich zitiere von seinem Kommentar zur Bibel. Er schreibt über das Wort, und sie weinten, die beiden Brüder. Beide weinten. Der Vers soll uns lehren, dass auch Jakob Liebe zu Esau empfand. Und so wird es in Zukunft sein, wenn die Nachkommen Esaus von reinem Geist bewegt werden, das Volk Israel und seine Tugenden besser zu erkennen. Werden auch wir erkennen, dass Esau unser Bruder ist und davon bewegt werden. Diese Äußerung dieses Rabbiners
wurde, wie gesagt, lange vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil geschrieben und kann als jüdische Antwort auf den Beginn der Ära der Emanzipation angesehen werden. Als Juden in der christlichen Gesellschaft als gleichberechtigte Brüder, Bürger akzeptiert werden sollten. In der Tat waren schon im Mittelalter tolerante Haltungen gegenüber dem Christentum von jüdischer Seite zu hören. Einer von ihnen war die bekannte Einstellung von Maimonides, dem berühmten mittelalterlichen Philosophen und Halachisten. Obwohl Maimonides die Inkarnation und vor allem die Trinität als Beweis dafür ansah, dass das Christentum keine monotheistische Religion wie der Islam ist, gab er dem Christentum dennoch eine positive Rolle in Gottes Plan, die Menschheit vom Polytheismus zu Monotheismus zu führen. Es gibt einen anderen Fall, in dem Maimonides eine positive Einstellung zum Christentum zeigte, zumindest im Vergleich zu seiner Einstellung zum Islam. Er wurde gefragt, er war auch ein Halachist, also es gibt diese Fragen, die an einen Rabbiner gestellt werden. Also er wurde gefragt, ob es erlaubt sei, Christen und Muslimen die Tora beizubringen. Er antwortete, dass es zulässig sei, Christen die Tora zu lehren, da sie an die Heiligkeit der Tora glauben und möglicherweise davon überzeugt werden könnten, das Judentum anzunehmen. Muslimen die Tora zu lehren ist jedoch für ihn verboten, da sie die Wahrhaftigkeit der Tora nicht akzeptieren. Damit identifizierte Maimonides den gemeinsamen Nenner zwischen Juden und Christen, die es mit dem Islam nicht gibt: die Übereinstimmung über die Heiligkeit des Alten Testamentes. Diese Vereinbarung verhinderte jedoch nicht die Spannungen zwischen den beiden Religionen. Wie Augustinus schreibt, in vetere novum latet. Et in novo vetus batet. Das heißt, im Alten Testament ist das Neue verborgen und im Neuen offenbart sich das Alte. Juden und Christen stritten nicht über die in der Tora erzählten Tatsachen, sondern über deren Bedeutung und Interpretation. Die Geschichte beweist, dass ein Streit über Interpretation erbitterer und schwieriger sein kann als ein Streit über Fakten. Denn wenn es keine Einigung über die Fakten gibt, gibt es nichts zu streiten. Eine unterschiedliche Interpretation hingegen kann zu Reibungen führen. Juden und Muslime hatten keinen gemeinsamen heiligen Text. Daher war ihr Verhältnis entspannter. Es ist wie bei einem Rennwettbewerb. Für die Juden ist es ein Langstreckenlauf. Die Christen halten es für einen Staffellauf, bei dem der Staffelstab an den nächsten frischen Läufer weitergegeben werden sollte. Diese Metapher verbindet sich mit einer anderen berühmten Metapher, die bis heute von vielen akzeptiert wird. Demnach ist das Judentum als älteste Religion und somit eine Mutterreligion, während das Christentum als jüngere Religion eine Tochterreligion ist. So schrieb
Der deutschstämmige amerikanische jüdische Philosoph Abraham Joshua Heschel im Jahr 1966 in einem Artikel mit dem Titel »Keine Religion ist eine Insel«, indem er Juden und Christen zu einem Dialog aufrief. Ich zitiere von ihm. Das Judentum ist die Mutter des Christentums. Allerdings seien die Kinder ihrer Mutter nicht allgesegnet, sondern als blind an. Einige christliche Theologen tun weiterhin so, als ob sie die Bedeutung von Ehren deinen Vater und deine Mutter, das biblische Verbot, nicht kennen würden. Soweit Heschel. Trotzdem, so Heschel, schreibt er weiter, das Judentum hat einen Anteil am Schicksal des Christentums. Sollte eine Mutter bei ihr Kind ignorieren, auch wenn es abscheulich oder rebellisch ist? Dagegen, Papst Johannes Paul II. Bezeichnete die Juden als unsere älteren Brüder. Und Papst Benedikt XVI. Sprach von unseren Vätern im Glauben. Wie wir gesehen haben, identifizierten sich beide Religionen als Erben der beiden Zwillingsbrüder, Esau und Jakob. Ah, das klingt jetzt so schön. Daher plädierte ich vor etwa 20 Jahren dafür, diese theologische Selbstdefinition in eine historische Beschreibung zu überführen, die die Entwicklung der beiden Religionen als einen Prozess sieht, der gleichzeitig und parallel stattfindet. Demnach soll das Judentum nicht als die Mutterreligion des frühen Christentums dargestellt werden, sondern als ihre Schwesterreligion. Damit meinte ich nicht das biblische Judentum des zweiten Tempels, das schon Paulus als Wurzel des Stammes ansah, sondern das spätere Judentum, der Rabbiner, des Talmuds, der Mishnah, das erst nach der Zerstörung des zweiten Tempels im Jahr 70 entstand. In der Tat entwickelte sich nach der Zerstörung des zweiten Tempels im Jahr 70 ein anderes Judentum als die zuvor praktizierte Tempelreligion. Das rabbinische Judentum des Talmuds betrachtete sich zwar als rechtmäßiger Erbe der biblischen Tempelreligion, in dem Begriff biblisch meine ich die hebräische Bibel, aber auch das Christentum beansprucht diesen Kontinuitätsanspruch, indem es sich als Erbe der alttestamentlichen Religion betrachtet. So entstanden nach der Zerstörung des Tempels zwei neue monotheistische Religionen, die ihre Wurzeln in derselben biblischen Tradition haben. Das Opferritual wurde durch das Gebet in der Synagoge oder in der Kirche ersetzt. Und es entstanden neue Formen der religiösen Führung. Die Rabbiner als Tora-Gelehrter im Judentum und die Priester, die Kirchenväter im Christentum. Beide Religionen schufen auch neue heilige Schriften. Das Neue Testament auf der einen Seite und die Mishnah und den Talmud auf der anderen. In den letzten Jahren gehe ich noch einen Schritt weiter und vertrete die These, dass die religiöse Welt des frühen Christentums den Gelehrten des Talmuds bekannt war und bei ihnen auf ein ambivalentes Echo, auf Anerkennung und auf Ablehnung gestoßen ist. Demnach ist wesentliche Bestandteile des rabbinisch-talmudischen Judentums deswegen entstanden, weil sie sich der großen Herausforderung des neuen Christentums gegenüber sahen.
In jüdischen Augen galt das Christentum als zweite konkurrierende monotheistische Religion, welche die Juden des biblischen Gemeinguts brauchte. Doch das rabbinische Judentum des Talmuds entstand auch aus der Notwendigkeit, ein neues Judentum zu schaffen, das sich gegenüber der neuen Religion behaupten konnte. Manche neuen christlichen Ideen wurden ins rabbinische Judentum integriert. Andere wurden sozusagen judaisiert. Das neue rabbinische Judentum entwickelte sich aus den Ruinen des zerstörten Tempels, wie auch aus der Blüte der neuen Religion der Christen. Die Feststellung, dass die religiöse Welt der Rabbiner sich mit dem Christentum auseinandersetzte und sich dagegen abschirmte, hat nichts Überraschendes. In den ersten Jahrhunderten änderten sich die Machtverhältnisse. Das Judentum wandelte sich von einer Mehrheit zu einer Minderheit. Seine Marginalisierung in der römischen Welt im Vergleich zur Übernahme des Christentums schuf neue Machtverhältnisse, in denen die Mehrheit die Tagesordnung bestimmte. Eine Minderheitskultur neigt dazu, die relevanten Punkte der Mehrheitskultur auszusondern, um sich davor zu schützen. Theologisch betrachtet scheint das Beziehungsgefüge zwischen den beiden Religionen zwar wertmäßig ausgewogen, aber der Historiker darf doch die unterschiedlichen Dimensionen der beiden Schwesterreligionen nicht aus den Augen verlieren. Sicherlich hatte das Judentum eine wichtige Funktion bei der Ausprägung des christlichen Bewusstseins, denn der Jude bestimmte für den Christ die Grenzen zum anderen. Aber es war doch die Mehrheit, die der Minderheit ihre kulturelle, wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Tagesordnung diskutierte und nicht diktierte, und nicht umgekehrt. Von daher war die Auseinandersetzung mit dem Christentum im Zuge der Ausprägung jüdischer Identität im ausgehenden Altertum unverzichtbar, obwohl es kaum zu einer direkten, ausdrücklichen Polemik kam. Die rabbinische Kultur ist ein intensives Bemühen um neue Selbstdefinition, um die Frage, wer Jude sei und wer kein Jude sei. Selbstdefinition ist ein langwieriger und offener Prozess, der nicht nur auf automatischer Ablehnung beruht, sondern auch auf Übernahme von Gedankengut, neuen religiösen Riten und Symbolen von außerhalb. Um mein Argument zu belegen, möchte ich heute Abend drei religiöse Konzepte vorstellen, welche bis heute eine zentrale Rolle im rabbinischen Judentum, also im Judentum, wenn ich so sagen darf, spielen. Das erste ist der Tora-Studium. Das zweite, die Organisation des liturgischen Jahres und der geheiligten Zeit. Und das dritte, die messianische Idee. In allen drei Konzepten ist der Stempel des Christentums sichtbar. Also erstens, das Tora-Studium und vor allem ihre Mündlichkeit. Das talmudische Judentum setzte zwei wichtige Erneuerungen im Hinblick auf das Tora-Studium ein. Zunächst wurde das Studium zu einer allumfassenden Pflicht, die jedem Juden obliegt.
Und es ist eine von drei Säulen, auf denen die Welt ruht. Wie es die Mishnah im Traktat Avot, die Sprüche der Väter, ausdrückt, ich zitiere, auf drei Säulen ruht die Welt. Tora, Tempeldienst und Wohltätigkeit. Nach der Zerstörung des Tempels blieben nur zwei Säulen übrig. Tora-Studium und Wohltätigkeit. Die zweite Neuerung ist die Schaffung eines neuen, nachbiblischen, kanonischen Texts, der studiert werden muss. Die Tora, welche die Rabbiner die Juden zu studieren verpflichten, ist nicht die Tora Moses, sondern ihre eigene, von ihnen, die sogenannte mündliche Tora, Torah Be'alpe genannt, welche in der Mishnah und Talmud enthalten ist. So wurde von den Gelehrten die Unterscheidung zwischen der schriftlichen Torah, derer die Mose auf dem Berg Sinai schrieb, und der späteren mündlichen Überlieferung getroffen, die mündliche Tora heißt. Die dritte wichtige Neuerung des rabbinischen Judentums ist das Verbot, diese neue mündliche Tora niederzuschreiben und die Pflicht, sie ausschließlich mündlich von Generation zu Generation weiterzugeben. Diese drei Neuerungen bedürfen einer Erklärung. Warum hielten es die Gelehrten für richtig, das Tora-Studium an die Spitze religiöser Tugend zu stellen? Warum hielten sie die Schaffung eines neuen Textkorpus zum Studium für notwendig und warum dürfte dieser nur mündlich gelehrt und studiert werden, während seine Niederschrift verboten wurde? Das Auftreten eines neuen religiösen Ideals zu eben dieser Zeit, das Studium der Tora, ist in der Tat nicht ganz neu. Wir finden bereits im Buch Josua, Kapitel 1, die Vorschrift, dem Gotteswort, ich zitiere, Tag und Nacht nachzusinnen. Auch in Pentateuch, Deuteronomium, heißt es, du sollst sie, das heißt die göttlichen Gebote, deinen Kindern einschärfen und von ihnen reden. Allerdings ist das ein zweckgerichtetes Lernen. Ein Mensch muss die Tora studieren, damit er sie recht zu befolgen weiß. Und dieses notwendige Wissen muss er seinen Kindern vermitteln. Bei den Rabbinern erhält das Tora-Studium einen ganz neuen Stellenwert. Sie wollen nicht lernen, um zu wissen, sondern ihnen wird das Studium zum Selbstzweck. Diese neue Ideologie steht selbstverständlich in enger Beziehung mit der Schaffung der mündlichen Tora. Die Autorität der Rabbiner wird durch die Herstellung einer neuen kanonischen Lehre verstärkt, sowie auch durch die Forderung, sie zu studieren. Die Motivation der Rabbiner, eine zweite mündliche Tora zu schaffen, war vielleicht ähnlich der des Paulus, als er eine zweite Lehre präsentierte. Wie Paulus noch vor der Tempelzerstörung eine andere messianische Lehre von Jesus zu besitzen meinte, die das Unterscheidungsmerkmal seiner Anhänger bildete, so betrachteten die Rabbiner die von ihnen geschaffene mündliche Tora als das Korpus, das die Identität der daran Festhaltenden definierte. Und sie von denjenigen unterschied, die sich ausschließlich an der schriftlichen Lehre orientierten. Demnach verlief die Herausbildung der mündlichen Tora der Rabbinen parallel
wenn auch Jahrzehnte später, zur Entstehung der messianischen Lehre des Paulus Ende und der darauf folgenden Konsolidierung des Neuen Testamentes. Am Anfang war die mündliche Botschaft, danach entstand das kanonische Schriftwerk, das Neue Testament. Analog dazu wurde zuerst die mündliche Tora als eine mündliche Lehre geschaffen, danach entstand die Mischna, das kanonische Schriftwerk. Im Christentum hieß es, die neue Lehre sei an die Stelle der alten getreten. Dagegen erblickte das rabbinische Judentum in der neuen Lehre einen integralen Bestandteil des ersten und einzigen Testaments. Nach rabbinischer Auffassung handelte es sich nicht um eine wirklich neue, sondern um eine zusätzliche Lehre, die bereits Moses auf dem Sinai-Berg zusammen mit der schriftlichen Tora erhalten habe. So kommt das Paradox zustande, mit dem sich jeder Betrachter rabbinischer Texte konfrontiert sieht. Einerseits sind diese Texte voll von Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten der Gelehrten untereinander. Martin Buber hat die Bibel als Buch bezeichnet, wo die Zwiesprache zwischen Mensch und Gott im Mittelpunkt stehe. Die Zwiesprache, die in der mündlichen Tora, in Mishnah und Talmud gehalten wird, ist immer die von Menschen untereinander. Gott ist daran nicht beteiligt. Andererseits wollen uns die Rabbiner glauben machen, diese Texte seien bereits Moses auf dem Berg Sinai offenbart worden. Oder, um eine noch paradoxere Formulierung der Rabbiner zu zitieren, alle neuen Erkenntnisse, die ein erfahrener Schüler vor seinem Meister entfaltet, so schreiben sie, sie sind bereits Mose auf dem Sinai mitgeteilt worden. Weshalb war es den Rabbinern so wichtig, den Ursprung der mündlichen Tora auf die Sinai-Offenbarung zurückzuführen? Offenbar stand dahinter die Behauptung der Pharisäer, also noch vor der Geburt des Christentums, ihre Halacha sei keine neue Erfindung, sondern stelle die Überlieferung der Väter dar. Dabei sind die Väter schlicht und einfach die Vorväter, nicht unbedingt Mose. Laut Matthäus 23 saßen die Pharisäer und Schriftgelehrten auf Moses Stuhl und Jesus gebot seinen Anhängern, alles, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut. Mit dem Sitzen auf Moses Stuhl wird allerdings, also die Kathedra, wird allerdings noch nicht pauschal behauptet, dass die Lehre der Pharisäer von Mose her an sie gelangt sei, sondern dass sie ihre Autorität auf Mose zurückführten. Die rabbinische Auffassung, die spätere Auffassung, plädiert dagegen für eine direkte Überlieferung von Moses bis zu den Gelehrten der Mishnah. Der Begriff dafür ist, das ist die Lehre Halacha des Moses von Sinai, Halacha le Moshe von Sinai. Dieser Begriff gewinnt durch den christlichen Bezugsrahmen eine zusätzliche Perspektive. In der Vergangenheit hatte der Monotheismus zur Unterscheidung Israels von seiner heidnischen Umwelt ausgereicht. Aber mit dem Auftreten des Christentums als einer zweiten monotheistischen Religion hatte denn das Blatt sich gewendet. Das Christentum hatte nicht nur die Ausschließlichkeit des jüdischen Monotheismus aufgehoben, sondern sich auch die biblischen Texte zu eigen gemacht und in seine eigenen heiligen Schriften aufgenommen. Daraus ergab sich für die Rabbiner die Notwendigkeit, ein zusätzliches
Unterscheidungsmerkmal zwischen Christen und Juden zu schaffen. Das Christentum definierte sich durch einen alternativen Text, das Neue Testament. Die Juden reagierten ihrerseits mit der Schaffung eines alternativen Textes, der Mishnah, gefolgt vom Talmud. Mit einem ähnlichen und parallelen Schritt rückte also jede der beiden Religionen von dem älteren kanonischen Text der hebräischen Bibel ab und setzte eine neue Identität stiftenden Texts an dessen Stelle. Da die Rabbiner an der Einmaligkeit der göttlichen Offenbarung festhielten, konnten sie die mündliche Tora nicht als die Frucht einer neuen Offenbarung darstellen. Als menschliche Erfindung dürfte sie natürlich ebenso wenig erscheinen. So konnte der christliche Bezugnahme zur Festigung der Vorstellung beitragen, die gesamte mündliche Tora sei bereits auf dem Sinai an Moses ergangen. Bekannt in diesem Zusammenhang die talmudische Erzählung von den Gelehrten, die sich in ihrer halachischen Entscheidung auch durch eine Stimme vom Himmel nicht beeinflussen lassen. Ihre Weigerung begründen sie damit, dass die Tora nun nicht mehr im Himmel, sondern den Menschen und deren Verständnishorizont übergeben sei. Diesen Bericht sollte Peter Venerabilis im 12. Jahrhundert als einen Beweis für den dämonischen Charakter des Talmuds anführen. Gott lasse seine Stimme ertönen, doch die Juden vertrieben ihn aus dem Lehrhaus und seien nicht bereit, auf ihn zu hören. Ohne sich seiner feindseligen Haltung anzuschließen, kann man Peter Venerabilis zugestehen, die stark antichristliche Ausrichtung dieser Erzählung richtig erfasst zu haben. So wie hier die Einmaligkeit und Einzigkeit der Sinai-Offenbarung betont wird, bleibt kein Raum für eine zweite Offenbarung. Damit ist eine neue göttliche Lehre entstanden, deren Sprecher ausschließlich Menschen sind. Und nun zum dritten Punkt, die Mündlichkeit. Warum Mündlichkeit? Bei der Mündlichkeit handelt es sich zweifellos um eine ideologische Entscheidung, die in unmissverständliche Worte im Talmud gefasst worden ist. So sagt der Talmud, was schriftlich vorliegt, darfst du nicht mündlich formulieren. Und das ist nur eine von vielen einschlägigen Aussprüchen zu zitieren. Ausgerechnet während einer der Blütezeiten jüdischer Bildung in der jüdischen Geschichte, einer Epoche, aus der uns Hunderte von Gelehrten, die in einem geografisch eng begrenzten Gebiet wie Galiläa wirkten und die sind namentlich bekannt sind, wurde das Niederschreiben völlig verboten. Und das Studium geschah ausschließlich durch Memorieren und Diskutieren der kanonischen Texte. Das ging so weit, dass im Talmud sogar der Verkauf von Tora-Rollen erlaubt ist, um das Tora-Studium zu finanzieren. Das heißt, der Besitz des schriftlichen, geheiligten Textes darf aufgegeben werden, um das Studium der mündlichen Lehre zu ermöglichen. Die Frage spitzt sich noch zu, wenn wir sie vor dem Hintergrund der griechisch-römischen, heidnischen und der später christlichen Umwelt betrachten. Schließlich war die Umwelt, in der die Rabbinen lebten und wirkten, überaus reich an schriftlicher Produktion.
Doch ungeachtet ihres reichen Erbe an schriftlicher Überlieferung aus der Zeit des zweiten Tempels, die Bibel, die Apokryphen, insistierten die Rabbiner auf dem Verbot der Verschriftlichung, wodurch ihr Schaffen anonym wird, kollektiv, nie um ein Thema kreisend, sondern stets in einem Text der Midrasch-Auslegung um den Bibeltext und der Talmud um die Mischna. Das Verbot, die neue mündliche Tora niederzuschreiben, hat dazu geführt, dass der jüdische literarische Ertrag des ersten Jahrhunderts verschwindend gering ist. Im Vergleich zu den Hunderten von Bänden, zum Beispiel der Patrologia Latina oder Patrologia Graeca oder Corpus Christianorum, macht der ganze babylonische Talmud, die einzige kollektive Schöpfung der babylonischen Judenheit, die über drei Jahrhunderte hin geschaffen worden ist, vielleicht einen oder zwei großen Band aus. Und das ohne die mittelalterlichen Kommentare. Das Gleiche gilt auch für die gesamte Literatur des Midrasch mit ihren vielen Wiederholungen. Diese literarisch verhältnismäßig dürftige Ausbeute der gelehrtesten Epoche der jüdischen Geschichte als der Wert des Tora-Studiums auf der Skala der Religionen Gebote ganz oben stand, scheint schwer begreiflich. Wieso dieses Beharren auf mündlicher Überlieferung bei gleichzeitigem Verbot des Niederschreibens? Das Insistieren auf der Mündlichkeit der mündlichen Tora lässt sich erklären durch den Wunsch, die Heiligkeit der mosaischen schriftlichen Lehre zu garantieren. Eine andere einleuchtende Erklärung geht dahin, dass gerade die Mündlichkeit der zweiten Lehre ihre Rückführung auf Moses und die Sinai-Offenbarung erleichterte. Die Zuschreibung der mündlichen Tora an Mose ist mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden, denn es gibt nicht einmal einen versteckten Hinweis darauf, weder in der biblischen noch in der späteren Schriften. Dass die zweite Lehre eine mündliche war, machte die Sache leichter, denn ein mündlicher Text ist esoterisch. Er ist sozusagen durchsichtig, hinterlässt keine Spuren. Wenn es in der Mischna heißt, Moses erhielt die Lehre oder die Tora von Sinai, gab sie weiter an Josua und Josua an die Ältesten und so weiter, lässt sich bei einer mündlichen Lehre schlechterdings nicht feststellen, was überliefert und was gesagt wurde. Wir wissen nicht. Sodass auch künftige neue, wie ich zitiert habe, neue Erkenntnisse eines erfahrenen Schülers darin inbegriffen sein können. Daher rührt die Forderung, die Mündlichkeit auch in Zukunft beizubehalten. Neben dieser möglichen Erklärung möchte ich in eine ganz andere Richtung gehen. Die Erklärung, die ich anzubieten habe, geht darin, dass es sich um eine bewusste ideologische Reaktion auf die Universalisierung und Herausreißung aus dem innerjüdischen Kontext handelt, die der hebräischen Bibel auf dem Weg über die Septuaginta und die Aufnahme in den christlichen Kanon widerfahren war. Diese Möglichkeit wird in einem Midrasch ausdrücklich ausgesprochen. So sagt der Midrasch: Der Ewige, gepriesen sei sein Name, hat vorausgesehen, als er die Tora an Moses gegeben hat, dass die sogenannten Nationen der Welt die Tora ins Griechische übersetzen
und behaupten würden, wir sind Israel. Und bislang, so sagt der Midrasch, sind die Waagschalen ausgeglichen, das heißt unentschieden. Welches nun Israel ist? Der Ewige gepriesen sei sein Name, sagte zu den Völkern: Ihr sagt, ihr seid meine Söhne? Ich weiß nur, dass die, bei denen mein Mysterium aufgehoben ist, meine Söhne sind. Und was ist das, das Mysterium? Das ist die Mishna, welche ich mündlich weitergab. Soweit die Midrasch. Dieser Midrasch macht deutlich, dass das rabbinische Schaffen durchaus um die Bedrohung wusste, die von der konkurrierenden Schwesterreligion ausging. Also die Nationen der Welt, die behaupten, sie seien Israel, das sind die Christen. Demnach ist schon die Schaffung der mündlichen Tora in ihrer mündlichen und somit esoterischen Form als ein Akt jüdischer Selbstverteidigung gegen die vom Christentum her drohende Beeinflussung zu sehen. Insofern kann die zweite mündliche Tora als eine jüdische Erwiderung auf die neue schriftliche Lehre des Christentums, das Neue Testament, gelten. So musste die mündliche Tora weiter mündlich tradiert werden, um die Exklusivität dieser Tora nicht zu gefährden, umso dem Anspruch des Christentums entgegenzuwirken, welches zweier Bücher habhaft werden wollte. Die Mündlichkeit bestimmt nicht nur den Charakter der Wissenübertragung, sondern auch die Art und Weise, in der dieses Wissen studiert wird. Diese offen erklärte ideologische Dimension hat jedoch eine andere, wenngleich technische, aber signifikante Bedeutung. Im Laufe des ersten Jahrhunderts der christlichen Ära begann sich im griechisch-römischen Kulturkreis die Verwendung des Kodex, das heißt des gebundenen Buches, durchzusetzen, welches bis ins 4. Jahrhundert den Gebrauch von Schriftrollen völlig verdrängt haben sollte. Der Kodex ist viel einfacher zu handhaben als eine Schriftrolle. Man kann darin blättern, man kann beide Seiten eines Blattes so beschreiben. Er ist leichter an Gewicht und besser zu transportieren. Seine Vorteile wurden sogleich von den frühesten Christen erkannt, welche ihn sich mit großer Begeisterung zu eigen machten. Der Kodex erleichterte ihnen die Verbreitung ihrer Religion und war auch während der Zeit, in denen das Christentum verboten war und heimlich praktiziert werden musste, leicht zu verbergen. Dahingegen hielten die Juden am Gebrauch der Schriftrollen fest und führten nicht den Kodex ein. Erst zu Beginn des 9. Jahrhunderts begannen sich auch die Juden mit der Verwendung des Kodex. Dies ist überraschend, da die Handhabung eines solchen Buches wesentlich einfacher ist als die eine Schriftrolle. In der Tat ist bis heute die in der Synagoge verwendete Tora auf eine Rolle geschrieben. So, jetzt komme ich zum zweiten Teil, worüber Clemens, du hast über 5 Themen gesprochen. Ich habe nur 3. 2 bleiben noch übrig. Aber das wird kürzer sein. Wir sind schon nach der Hälfte.
Also jetzt komme ich zu die heilige Zeiten zu sprechen. Also, ich werde vielleicht nur zwei Beispiele, ziemlich bekannte Beispiele bringen. Pessach und Ostern, das hat uns viel beschäftigt, und dazu noch Shavuot und Pentekost. Also fangen wir mit Pessach und Ostern ganz kurz. Bis zur Zerstörung des zweiten Tempels war die Hauptkomponente des jüdischen Pessachfestes die Darbringung des Pessachlammes am 14. des jüdischen Monats Nisan und dessen Verzehr in einer Mahlgemeinschaft in Jerusalem während der Nacht zum 15. Nisan. Diese Nacht erhielt später bis heute den Namen Sedernacht. Bekanntlich gehen die Überlieferungen der Evangelien auseinander, ob Jesu letztes Abendmahl am Sederabend stattfand, so die synoptischen Evangelien, oder nicht, einen Tag vorher, so laut Johannes. In die christliche Liturgie ist die synoptische Version übernommen worden und der Gründonnerstag gilt als der Termin des letzten Abendmahls in der Nacht. Erst nach der Zerstörung des zweiten Tempels, als das Opfer aufgehört hatte, entwickelte sich bei den Juden ein Ersatz dafür. Das Vortragen der sogenannten Pesach Haggadah, Haggadah von Erzählen, die Erzählung des Exodus. Die Haggadah ist ein liturgischer Text, der sich im Verlauf von Jahrhunderten herausgebildet hat, angefangen vom 2. Jahrhundert, und die letzten Stücke, vielleicht, ich bin nicht so ganz sicher, zwei deutsche Volkslieder am Schluss der Haggadah, sind im 15. Jahrhundert dort angefügt worden. Das Zweck war, um die Kinder bis zum Ende des Abends wachzuhalten. In den ersten Jahrhunderten war der Text der Haggadah noch offen. Doch ihr Hauptanliegen stand schon fest. Und das war die Maxime: Je mehr man vom Auszug aus Ägypten erzählt, desto besser. Die Ersetzung des Opfers durch die Erzählung samt Lösung der Veranstaltung von Jerusalem hatte weitreichende Folgen für den Charakter der Feier. Die Sedernacht wurde zu einer ausgesprochenen Familienfeier, in deren Zentrum die Kinder stehen, die mit der Tradition vertraut gemacht werden sollen. Solange der Tempel bestand, dürften kaum ganze Familien die Wallfahrt nach Jerusalem angetreten haben. Die Mehrzahl der Wallfahrer waren wohl junge Männer, so wie das bei den Christen Jüngern kennen. Daher mussten ad hoc Mahlgemeinschaften zum Verzehr des Pessachlammes zusammengestellt werden. In diese Realität fügt sich Jesus mit seinen 12 Jüngern zwangslos ein. Eine typische Mahlgemeinschaft von jungen Leuten, die aufs Opferfest in Jerusalem zusammen begehen. Wie eine Erzählung an die Stelle des Opfers tritt, ist auch einer der frühesten christlichen Quellen über das Osterfest belegt, aus dem 2. Jahrhundert. Freilich ist die christliche Erzählung eine andere Erzählung. Was bei den Juden die Erzählung vom Auszug aus Ägypten war, bei den Christen die Geschichte von Jesus Passion und Kreuzigung. In der sogenannten Epistola Apostolorum aus der Mitte des 2. Jahrhunderts ist berichtet, wie die Gruppe der Apostel die ganze Sedernacht, ich benutze das anachronistisch, über zusammensaß und bis zum Hahnenschrei die Passionsgeschichte erzählte.
Eine verblüffend ähnliche Episode findet sich in der Pesach Agada. Dort sind es 5 Gelehrte aus dem Anfang des 2. Jahrhunderts, die zusammensassen und vom Auszug aus Ägypten erzählten, bis zum Morgengrauen. Nach Auskunft der Mishna hat die Exodus-Erzählung mit Schmach zu beginnen und mit Lobpreis zu enden. Diese Struktur entspricht der Erzählung von Jesus, Kreuzestode, Tod und Auferstehung. Beide Erzählungen handeln von Erlösung und beide hatten tröstende Wirkung. Bei den Juden noch nach der Tempelzerstörung und im Exil, bei den Christen in Zeiten der Verfolgung. Um zu ermessen, wie nah Juden und Christen einander zur Zeit der Entstehung der beiden Geschichten standen, ist zu bedenken, dass es mindestens bis zum Konzil von Nicea, also 325 im Osten, besonders in Kleinasien, in Syrien und Palästina, christliche Gemeinden von sogenannten Quartodezimanen gab. Diese begingen das Osterfest nicht am ersten Sonntag nach der Frühjahrstag und Nachtgleiche, also ungefähr 17. März, wie im Westen üblich, sondern am 18., also Quarto Decimus des jüdischen Monats Nisan. Diese Gemeinden bestimmten ihren Osterntermin gemäß dem ursprünglichen Datum der Kreuzigung Jesu nach dem jüdischen Kalender. Diesen realen Hintergrund müssen wir vor Augen halten. In der Nacht des 14. Nisan saßen also Juden einerseits und Christen andererseits zusammen und begingen das gleiche Fest von gleicher Vergangenheit und gleicher Herkunft, das biblische Exodus. Und jede von beiden Gemeinschaften suchte ihrer Feier die Besonderheit zu verleihen, indem sie der rivalisierenden Gemeinschaft die ihrige absprach. Dieses gleichzeitig dialogische und polemische Verhältnis wirft neues Licht auf die Eröffnungsformel der Haggadah. Der Hausvater nimmt eine Matzah in die Hand und verkündet: Dies ist das Brot der Armut, das unsere Väter in Ägypten gesessen haben. Jeder Bedürftige komme und esse. Der Spruch wird auf Aramäisch gesagt, was bis zur arabischen Eroberung die Umgangssprache im Ostteil des römischen Imperiums war. Die aramäische Sprache und die Position des Spruches zu Beginn der Haggadah verleiht ihm die Wirkung einer Absichtserklärung und setzt ihn in Kontrast zu einer anderen, berühmten Eröffnungsformel, die der Matzah eine ganz andere Bedeutung zuspricht. Hoc est enim corpus meum. Demnach wäre die jüdische Formel, dies ist das Brot der Armut, das Gegenstück zu den Einsetzungsworten beim letzten Abendmahl, wo Jesus gesagt haben soll, dieses Brot, das ist mein Leib. Schon aus den Evangelien wird die liturgische Funktion dieses Satzes deutlich. Nach Lukas 22 soll Jesus gesagt haben, ich zitiere, dies ist mein Leib für euch dahingegeben, dies tut zu meinem Gedächtnis. Und bei Paulus lautet der Satz, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das heißt, es besteht eine Forderung, die Verkündigung zum Gedächtnis zu machen und danach zu einer Erzählung. Bei Matthäus 26 enthält die Formel auch eine Einladung zum Essen. Nehmet und esset, dies ist mein Leib, was durchaus an die jüdische Formel anklingt. Jeder Bedürftige komme und esse. Nach christlicher Deutung erinnert das
Brot der Armut, also die Matzah, an das Leiden Jesu. Nach jüdischer Auffassung dagegen erinnert es an die Knechtschaft in Ägypten. Das ist nur ein Beispiel für ein wesentlich breiteres Phänomen. Die Erzählung des Auszuges aus Ägypten und die Lesung der Pesach Haggadah entstanden, so meine ich, als Antwort und als Alternativ zur christlichen Heilsgeschichte der Kreuzigung und Auferstehung. Beide Erzählungen basieren auf dem Modell des Auszuges aus dem Finsternis zum Licht, aus der Sklaverei in die Freiheit, wie es in Pesach Haggadah formuliert. Juden und Christen stimmen beide in der Ansicht überein, dass die Geschichte des Auszugs aus Ägypten ein typologisches Modell für eine zukünftige Erlösung ist, mit dem Unterschied, dass für die Christen die Erlösung bereits eingetreten ist, die Juden ihre jedoch in der Zukunft haben. Demnach berichtet die jüdische Haggadah über den Auszug aus Ägypten, während die christliche Ostergeschichte über Kreuzigung und Auferstehung spricht. In dieser Hinsicht kann man vielleicht sagen, dass die früheste Pesach-Haggadah die der Evangelien ist. Zweites Beispiel, Shavuot und Pfingsten. Auch hier gibt es guten Grund zu der Annahme, dass zwischen den beiden Religionen reziproke Beziehungen bestehen. Das Shavuot-Fest nach rabbinischer Tradition erinnert an die Offenbarung auf dem Berg Sinai und die Gabe der Tora an Mose. Diese Bedeutung des Festes entwickelte sich erst nach der Zerstörung des zweiten Tempels. Die Tora selbst erwähnt keinen genauen Zeitpunkt, zu dem Mose auf dem Berg Sinai gestiegen ist. Und es gibt doch keine Verbindung zwischen dem Shavuot-Fest und der Offenbarung der Tora. Erst im Jubiläumbuch aus dem zweiten Jahrhundert vor der christlichen Zeitrechnung findet sich zum ersten Mal die Idee, dass das Shavuot-Fest den Zeitpunkt der Erneuerung des Bundes Gottes mit Israel repräsentiert. Der Erneuerung des Bundes mit Noach, des Bundes mit Abraham und auch des Sinai-Bundes. Aber auch dieser Auslegung zufolge steht das Shavuot-Fest in keinem besonderen Zusammenhang mit der Offenbarung der Tora. Auch der Tradition des Jubiläenbuches entstand die berühmte Beschreibung aus der Apostelgeschichte 2, die vom Herabkommen des Heiligen Geistes 50 Tage nach der Auferstehung Jesu berichtet, also am Shavuot-Fest. Dieses Ereignis erhielt im frühen Christentum den Rang der Gründung der Kirche und der Errichtung eines neuen Bundes zwischen Gott und den Gläubigen Jesu, das des geistigen Israel. Vor diesem Hintergrund muss man den Schritt der Rabbiner verstehen, das Shavuot-Fest zum Fest der Offenbarung der einen und für sie einzigen Tora, die Tora des Moses, zu bestimmen. Hierin liegt eine Aussage, die direkt mit Pfingsten korrespondiert. Der Umstand, dass hier die Offenbarung am Sinai von einmaligen Ereignis in der mythischen Geschichte zu einem jährlich zum selben Datum immer wiederkehrenden rituellen liturgischen Ereignis wird, hat deklarativen Charakter. Die Tora Moses ist einzig und lässt sich nicht durch einen neuen Bund ersetzen. Gegenüber der christlichen Behauptung, das Herabkommen des Heiligen Geistes in Zion, laut der späteren Tradition, ersetzte den Sinai-Bund aus und das Alte Testament, erklärt die späte rabbinische Auslegung die Ewigkeit des einen und einzigen Bundes
des Bundes auf dem Sinai. Und jetzt komme ich zum dritten Punkt, das Leiden und Sterben und die Auferstehung des Messias. Das ist für meine Behauptung die dritte Achse. Entlang derer ich die Entwicklung aus dem Christentum entlehnten religiöser Konzepte im rabbinischen Judentum finde, die im Laufe der Zeit einen Prozess der Judaisierung durchlaufen und sich im jüdischen Sprachgebrauch als authentisch jüdische Ideen niedergelassen haben. Nur die historische Kritik kann ihre etymologisch-genetischen Ursprünge freilegen. Auch diese Achse ist durch eine Reihe von Verbindungen und religiösen Ideen charakterisiert, die um einen leidenden Messias kreisen, einen Messias, der sterben und auferstehen wird, ein Menschenopfer, das getötet wird und die Sünden zu sühnen. Ich will zu diesem Zweck mit der Gestalt des Isaaks, also der Vater von Esau und Jakob, aber jetzt in der rabbinischen Literatur beginnen. Es handelt sich hierbei um eine neue rabbinische Version der biblischen Erzählung von Isaaks Opferung. Schon die traditionelle, bekannte jüdische Bezeichnung dieser Geschichte, Akedat Yitzhak, das heißt die Bindung Isaaks, verlagert das Gewicht in dieser biblischen Erzählung, in der nicht Isaak die Hauptfigur ist, sondern Abraham, den Gott getestet hat. Unter den Gelehrten des Talmuds und noch stärker im Mittelalter ist durchgängig eine neue, überraschende Überlieferung belegt, der zufolge Abraham, der dem ausdrücklichen göttlichen Befehl, dem Knaben nichts zuleide zu tun, zuwider gehandelt und ihn doch auf dem Altar geschlachtet habe, woraufhin Isaak vom Tode auferstanden sei. Die Forscher streiten sich darüber, ob diese Überlieferung vorchristliche jüdische Wurzeln habe oder eine Reaktion auf die Kreuzigung Jesu darstelle. Sozusagen Isaak als jüdischer Alternativ-Jesus. Aber auch wenn es eine alte jüdische Überlieferung dieser Art gegeben haben sollte, was ich für unwahrscheinlich halte, ist doch die neuerliche Bedeutung unübersehbar, die eine solche Überlieferung entfaltet haben musste, sobald sie mit der christlichen Umwelt in Berührung kam, wo der Bericht von Jesu Kreuzestod und Auferstehung den Kern der christlichen Verkündigung bildete. Meiner Meinung nach ist die jüdische Deutung der sogenannten Bindung Isaaks als eine Übernahme sozusagen das jüdische Gegenstück zum christlichen Kreuzungsbericht zu sehen. Neben der jüdischen Abscheu gegenüber Jesus bestand auch ein jüdischer Jesus-Neid. Shalom Spiegel, der Jude-Forscher oder religiöse Liturgie, in seinem berühmten Buch The Last Trial, wies auf die wichtige Aufgabe dieser rabbinischen Auslegung in der Welt der jüdischen Märtyrer zur Zeit der Pogrome während der Kreuzzüge hin. Im Gegensatz zum biblischen Abraham, sie, die jüdischen
Mekatscher Hashem, Märtyrer. Sie töteten ihre Söhne und Töchter, um sie davor zu bewahren, in die Hände der Kreuzfahrer zu fallen und zum Übertritt zum Christentum gezwungen zu werden. In einer Zeit, in der die Kreuzfahrer das Ideal der Imitatio Christi priesen, konnten sich die Juden nicht mit einer Geschichte der Opferung Isaaks zufrieden geben, in der Gott im letzten Augenblick die Darbringung des Opfers verhindert und Abraham an der Schlachtung seines Sohnes hindert. Sie wollten ein vollwertiges Opfer, so wie es die Christen hatten. Doch früher noch war die Bindung Isaak zu einer Geschichte geworden, die nicht nur die Treue des Vaters Gottes gegenüber auf die Probe stellt. Zum Beispiel in der Liturgie des jüdischen Neujahresfest Rosh Hashanah hat die Bindung Isaaks eine entscheidende Aufgabe in der sozusagen Überzeugung Gottes, die Sünden zu vergeben. Diese Bedeutung fehlt völlig in der biblischen Erzählung und ist zur Gänze eine Schöpfung der talmudischen, nachchristlichen Welt. Meiner Ansicht nach ist es unmöglich, diese komplexe Sprache zu verstehen, ohne dabei antichristliche Verbindung zu denken, die sie hervorgebracht hat und die ein solches starkes Verlangen nach der Gegenüberstellung einer jüdischen Geschichte, der Sühne, der christlichen Geschichte, der Sühne vom Kreuzestod Jesu erweckte. Ich möchte diesen Aufsatz, diesen Maxime, diesem Verständnis mit der eindrucksvollen Darstellung eines leidenden Messias um der rabbinischen Literatur beschließen. Der rabbinischen Literatur zufolge sollen in Zukunft, das ist das Szenario der messianischen Vorstellung in manchen von der jüdischen Quelle, sollen in Zukunft zwei messianische Gestalten, Figuren erscheinen, nicht nur ein Messias. Der erste wird Messias, Sohn Josefs genannt. Der zweite, Messias, Sohn Davids. Der erste Messias, der Sohn von Josef, wird im Krieg von Gog gegen Magog, also dem letzten Krieg des Guten gegen die Böse, im Kampf fallen. Nach ihm wird der Messias Sohn Davids die Erlösung zu Ende führen und den Messias Sohn Josef von den Toten erwecken. In eschatologischen jüdischen Texten aus dem 7. Jahrhundert, zum Beispiel Besigta Rabbati oder Sefer Zerubbabel, werden zusätzliche Eigenschaften dieses toten Messias, der wieder aufersteht, beschrieben. Demnach leidet er vor seinem Tod große Qualen. Man bringt eiserne Balken und legt sie auf seinen Nacken. Der leidende Messias-Sohn, also der Sohn von Josef, zitiert während seines Leidens aus Kapitel 22 von Psalmen die folgenden Worte: verstocknet gleich einem Scherben ist mein Mark. Worte, die an Jesus am Kreuz erinnern. Auch Jesus zitiert am Kreuz Psalmen 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Meiner Auffassung nach ist dieser jüdische Messias, der Sohn von Josef, der getötet werden und wieder auferstehen soll, die jüdische Gegenfigur zu Jesus, dem Sohn des Josef. Die Beschreibung des jüdischen Messias ist den Umständen
von Jesus Leben und Tod auffallend ähnlich. Man kann also sagen, dass Juden eifersüchtig auf Christen waren und eine messianische Figur mit ähnlichen Eigenschaften wie Jesus geschaffen haben. Ich komme zu Schlussfolgerungen. Ich habe heute Abend drei zentralen Konzepten im rabbinischen Judentum diskutiert. Der Schaffung des geheiligten Textes, der Interpretation der heiligen Zeiten und dem Bild des leidenden Messias. Einige dieser religiösen Konzepte haben vorchristliche Ursprünge. Sie veränderten jedoch drastisch ihre Bedeutung, um der christlichen Herausforderung zu begegnen. Die mündliche Tora gegenüber dem Neuen Testament, Pesach gegenüber Ostern, Shavuot gegenüber Pfingsten. Das sehr zentrale messianische Drama wird mit christlichen Elementen geschildert. Ich möchte natürlich nicht behaupten, dass die gesamte Welt des talmudischen Judentums aus der Darstellung eines alternativen Standpunkts zum Christentum entstanden ist. Es geht mir ebenso nicht darum, darüber zu streiten, wer zuerst existierte, wer wen beeinflusste, was authentisch ist und was nicht. Es ist wichtig zu verstehen, dass die gegenwärtigen Beziehungen zwischen Juden und Christen auf der Erkenntnis fußen müssen, dass die Geschichte die beiden Religionen nebeneinander gestellt hat, wie Zwillingsschwestern, die einander beeinflussen. Das Christentum ist nicht nur eine verfolgende Religion, sondern es hat erheblichen Anteil an der Ausgestaltung des rabbinischen Judentums, wenn auch im Rahmen von Spannung und Konfrontation. Die furchtbarste und lebhafteste Periode in der Geschichte des jüdischen Volkes, die der Mishnah und des Talmud, ist das Ergebnis dieser Begegnung. In den Augen der damaligen Generationen war diese Begegnung vielleicht vielmals mit Schmerz und Demütigung verbunden. Aus unserer heutigen Sicht war sie jedoch ein befürchtender Faktor. Die hier diskutierten Beispiele rechtfertigen die Behauptung, dass das Christentum wichtigen Anteil an der Schaffung rabbinischer, geheiligter Texte, religiöser Feste und Heilsgeschichte hatte. Daher können wir zusammenfassen und eine letzte Aussage formulieren. Wäre Paulus nicht gewesen, hätte es auch keinen Rabbi Akiva gegeben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.